Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Woche. Spannende Videos diese Woche und wir fangen gleich mit einem ganz, ganz heißen Thema an. Nämlich sehen wir momentan ganz viele Blasen an der Börse. Ihr habt es im Titel schon gesehen. Wirecard, Tesla, Bitcoin. Über all das sprechen wir heute und wenn dich das interessiert, bleibt dran, wird spannend. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, in den letzten Tagen poppt dieses Thema Blasen immer mehr auf. Ich habe gestern ein Q&A gemacht auf Instagram und auch da wurde ganz häufig gefragt, hey, wie ist das jetzt mit Bitcoin, wie ist das jetzt mit Tesla, was ist mit Wirecard los und so weiter. Und ich denke, wir müssen die Dinge hier mal ein bisschen auseinandernehmen. Fangen wir mal ganz kurz mit Wirecard an. Ihr seht hier schon den Chart und ihr seht die Aktie, die war noch vor einigen Tagen, also das sind jetzt hier Tageskerzen. Und da seht ihr, die Aktie war vor einigen Tagen noch so unter 40 Cent, ungefähr so 30 Cent oder sowas, schoss dann hoch auf 1,80 Euro, um jetzt wieder hier bei aktuell, Stand ist es jetzt hier, 60 Cent zu landen. Ne? War das hier eine Blase? Nein, das war keine Blase, sondern der Punkt war ganz einfach so, hier haben sich jetzt ganz, ganz viele die Finger verbrannt, und zwar aufgrund des sogenannten Ankereffektes. Da haben wir vor kurzem schon ein Video gemacht. Ich blende es euch hier oben nochmal ein. Schaut euch das unbedingt an, damit euch sowas wieder nicht passiert. Denn was ist passiert? Viele Leute kennen natürlich die Wirecard-Aktie, ganz klar. Dann sieht man, mit der ist nichts mehr, die sind ja pleite, alles ist okay. Und plötzlich, wenn du Apps anschaust beispielsweise, wird dir ja immer angezeigt, was sind denn so die Umsatzspitzenreiter, was sind denn so die Tagesgewinner. Und da stand plötzlich hier die Wirecard drin mit 100-200%. Und viele haben gedacht, ey, da muss ich doch jetzt mit dabei sein. Die Aktie war mal über 100, jetzt ist die hier irgendwie für 2 Euro zu haben. Ne? Und da springe ich jetzt einfach drauf, weil Ankereffekt, man denkt, die könnte ja jetzt auf 100 gehen. Was war aber eigentlich passiert? Nach meinen Informationen lag das lediglich daran, dass die Wirecard ihr Listing aufs Xetra verloren hat. Und ganz, ganz viele Leute, die short waren, die mussten ihre Aktien jetzt eindecken, weil sie gesagt haben, okay, der Handelsplatz steht mir nicht mehr zur Verfügung. Ne? Und deswegen haben die, die lange, 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 also wenn man das hier ein bisschen enger machen würde, den Chart, die lange, lange, lange short waren, die haben einfach gesagt, okay, jetzt gehe ich mal raus aus meinen Shorts. Dadurch ist der Preis ein bisschen gestiegen. Die sehr, sehr coolen Trader, die sowas beobachten, die sowas wissen, sind mit aufgesprungen, haben den Kurs hier kurz mit nach oben gehauen und wer ist eingestiegen? Man muss es leider so sagen, die Amateure, die haben hier oben nämlich gekauft und haben jetzt die Hälfte ihres Geldes schon mal wieder verloren. Ne? Kann man jetzt viel darüber reden? Im Grunde kann man nur eins sagen. Finger weg von Zockeraktien. Ne? Das ist ein reiner Zock. Und wenn du kein ausgesprochener Profi bist, wenn du nicht tagtäglich das machst, wenn du nicht im Orderbuch quasi dein zweites Zuhause hast, dann ist das nichts für dich. Lass die Finger von sowas, damit kannst du kein Geld verdienen. So, hat das was mit Blase zu tun? Nein. Jetzt kommen wir mal zu zwei Aktien, beziehungsweise zu zwei Werten, wo man ja durchaus das Thema Blase ein bisschen mehr in den Mund nehmen könnte. Ne? Wir fangen mal an hier natürlich mit Tesla. Und Tesla, das ist schon unglaublich, was ihr das seht. Und zwar, also ich mache uns mal den Chart einfach auch ein bisschen länger. Und das hier ist das ist kein logarithmischer Chart, ne? Sondern ihr seht hier, Tesla geht natürlich momentan wie verrückt. Tesla, also hier jetzt, wo ich das Video aufnehme, ist bei 880 US-Dollar am Freitag geendet. Und mal sehen, wenn ihr das Video seht, wo sie dann steht, vielleicht ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen tiefer. Aber diese Entwicklung ist natürlich Wahnsinn, weil wenn wir bedenken, zur Corona-Zeit stand die Aktie hier unter 100 und ist jetzt ein paar 100%, fast 800% gestiegen und steht eben jetzt bei fast 900. Ist das jetzt eine Blase? Vielleicht, ne? Kommen wir gleich drauf. Und der zweite Wert, über den wir sprechen müssen in diesem Zusammenhang, ist natürlich hier ganz klar der Bitcoin. Denn auch der Bitcoin, das seht ihr hier, der war ja im Sommer noch irgendwo, oder beziehungsweise hier während der Pandemie, da waren wir irgendwo hier unten bei 4.000, 5.000 und jetzt sind wir auf über 40.000 hoch. Mal auf ein Jahr gerechnet, hat Tesla mehr als die doppelte Performance gemacht von Bitcoin. Ne? Also wenn alle sagen, hey, Bitcoin ist eine Blase, dann müsste Tesla auf jeden Fall eine Blase sein. Klären wir erstmal, was ist denn überhaupt eine Blase? Wer redet denn überhaupt über Blasen? Ne?
Die Wirtschaftswoche hat einen Artikel geschrieben, dass das, was hier mit Tesla passiert, das, was mit, vor allem mit Bitcoin passiert, das ist wie die Tulpenmanie im Mittelalter in Holland. Ne? Also haben wir auch schon mal ein Video darüber gemacht, kennt jeder. Damals wurden kleine Tulpenzwiebeln so exorbitant hoch gehandelt, dass man, so geht zumindest das Gerücht, ich war ja nicht dabei, dass man für eine Tulpenzwiebel konnte man ein Haus an den Grachten kaufen. Ne? Kleine Tulpenzwiebel. So, jetzt muss man allerdings sehen, wir sehen das aus unserer heutigen Sicht und für uns ist eine Tulpe heute was ganz, ganz Selbstverständliches. Ne? Kannst du, allein wenn ich in meinen Garten schaue, jetzt, wenn das Frühjahr hoffentlich irgendwann mal kommt, stehen da Hunderte davon. Das heißt, mir hätte halb Amsterdam gehört. Aber damals war das eben was ganz, ganz Besonderes, was ganz Exotisches. Das gab es nirgendwo und deswegen war es natürlich auch so weit verbreitet damals, dass man darauf gezockt hat. War es eine Zockerei? Natürlich war es eine Zockerei, aber... Und das ist jetzt das Aber. Wer redet eigentlich immer jetzt von Blase? Von Blase reden eigentlich meistens die, die nicht dabei sind. Ich bin sowohl in Bitcoin investiert, ich bin auch in Tesla investiert. Das wisst ihr. Wir haben über Bitcoin Videos gemacht, wann wir genau eingestiegen sind. Ich habe über Tesla viele Videos schon gemacht, dass wir da long sind. Das heißt, ich habe jetzt gar nicht so sehr das Problem mit dieser Wertentwicklung, weil ich sage, hey, ist ja super, ich bin ja dabei. Ne? So. Und selbst wenn ich jetzt sagen würde, es wäre eine Blase, sehe ich es mit einem anderen Blick als jemand, der nicht dabei ist und sich jetzt ärgert, dass er nicht dabei ist und sagt, ich habe den Einstieg verpasst und weil ich ihn verpasst habe, muss alles eine Blase sein. Und bei Tesla ist das Spannende, dass das ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren so ist. Ne? Dass jeder, der nicht in Tesla investiert ist, für den war es eine Blase. Und da ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar, was haben diese beiden Aktien absolut miteinander gemein? Es gibt ja viele andere Aktien, die auch extrem gestiegen sind, die aber, oder also Bitcoin ist keine Aktie, aber es gibt viele andere Aktien auch, die genauso gestiegen sind. Ne? Ihr wisst, eine der besten Aktien des letzten Jahrzehnts war Monster Beverage. Ne? Bloß die kennt halt niemand so. Und da gibt es nicht so diesen Streit darüber, sondern da sagt man, ja, es ist halt eine Aktie, die ist halt eine Gesellschaft, die stellen Energy Drinks her. Aber bei Tesla hat jeder eine Meinung, zu Bitcoin hat jeder eine Meinung. So. Und das Besondere ist schon mal, dass beide Werte sehr, sehr viele, zum Teil auch extrem prominente Kritiker haben. Extrem viel Hate, ne, Neudeutsch. Und wenn man sich mal anschaut, gerade beim Bitcoin, ist es ja so, dass... Warren Buffett gesagt hat, das ist alles nur Lug und Betrug. Ne? Bill Gates, jemand, der also wirklich ja technisch sich ganz, ganz hervorragend auskennt. Ich meine, der Mann hat Microsoft gegründet, ne? Ist kein Bitcoin-Fan. James Diamond, der CEO von JP Morgan, einer der größten Banken dieser Welt, hat gesagt, Bitcoin, das ist alles nur eine Bubble und wird in sich zusammenfallen. Und trotz dieser wirklich großen medialen Schelte, die dieser Wert bekommen hat, ist der Bitcoin immer weiter gestiegen. Und schauen wir uns das Ganze bei Tesla an. Auch da genau das Gleiche. Ne? Jeder deutsche CEO, herzliche Grüße an die Chefs von Daimler, BMW und Volkswagen, vielleicht mit Ausnahme jetzt von Dies, der jetzt bei VW ist, haben gesagt, ah, das ist so eine Kasper-Firma und das wird alles sowieso nichts. Und jetzt stellt man ein paar Jahre später fest, die sind meilenweit voraus. Die anderen Automobilhersteller sind weg vom Fenster. Die haben keinerlei Chance mehr, dahin zu kommen, wo Tesla jetzt momentan ist. Auch wenn es viele immer noch nicht wahrhaben wollen, aber es ist mittlerweile ein Fakt. So. Und dann kommt immer die fundamentale Bewertung. Ne? Dass man sagt, ja, aber fundamental sind die Tesla, das ist glaube ich 29-fache Sales, wie sie bewertet werden und so weiter und so fort. Aber ihr müsst halt eins verstehen, das spielt an der Börse keine Rolle. Denn wenn Börse etwas wäre, was man fair berechnen könnte, ne? Dass man sagen könnte, okay, dieser Wert gehört in diese Kategorie und deswegen muss der so und so viel kosten, dann gäbe es überhaupt keinen Börsenhandel. Weil Börsenhandel, von was lebt denn das? Ich bin heute bullish auf einen Wert, du bist bärisch auf einen Wert. Wer hat recht? Keine Ahnung, das wird die Zukunft zeigen. Aber du wirst diesen Wert verkaufen, ich werde ihn kaufen. Oder eben auch umgekehrt, wenn wir jetzt unsere Meinung unterschiedlich hätten. Und somit entstehen Preise. Und es war halt ganz einfach so, und das ist eigentlich nur Ausdruck dessen, was wir in diesen Charts sehen, egal ob beim Bitcoin oder bei Tesla, dass momentan viele, viele Menschen bereit sind, Geld in diese Anlagen zu stecken. Und sie werden dafür ihre Zentralen oder sie werden dafür ihre Gründe haben. Fangen wir mal an beim Bitcoin. Wenn ihr euch mal anschaut,
Und ich mache uns den Bitcoin mal vielleicht einer bisschen anderen Darstellung. Und zwar, wir gehen mal auf einen Wochenchart. Und ich mache ihn mal ein bisschen hier, ich mache es mal logarithmisch. Sieht es nicht ganz so schlimm aus. Da sieht man nämlich, okay, gar nicht so dramatisch, was hier passiert ist. Da waren wir hier bei 20.000. Das alte Hoch ist jetzt überwunden worden und wir sind, und wenn wir jetzt hier das wieder logarithmisch rausmachen, sehen wir es auch noch ein bisschen besser. Wir sind hier bis auf über 40.000 hochgegangen. Jetzt könnte man als erstes mal sagen, okay, charttechnisch war das eigentlich ziemlich klar, dass es dahin geht. Und deswegen haben wir auch irgendwann gekauft. Warum? Wenn du ein altes Hoch überwindest, und dann kennt ihr das, diesen sogenannten Measured Move, ne? Dass man eben sagt, okay, den Hochpunkt, den Tiefpunkt, diese Entfernung, das sind ungefähr 17.000, das rechnest du auf den Hochpunkt darauf, dann war das Ziel ungefähr so 37.000. So, jetzt guckt euch auch mal an, wann hat denn der Bitcoin angefangen, so richtig nach oben auszubrechen? Und das war genau zu der Zeit, als die Zentralbanken angefangen haben, ihre Gelddruckmaschinen anzuschmeißen. Und wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, und ich muss gleich hier an dieser Stelle eins sagen, ich bin kein Krypto-Experte, überhaupt nicht. Ich finde das faszinierend, dieses Thema, ich lese mich da immer mehr ein, aber ich bin da alles andere, als dass ich da ein Experte wäre und euch einen Tipp geben könnte. Ich erkläre mir halt nur Dinge, damit ich sie verstehe. Und es gibt einen guten Spruch, du musst die Welt nicht verstehen, du musst dich nur in ihr zurechtfinden. Und als auch die Zentralbanken hier im Zuge der Pandemie angefangen haben, Geld zu drucken, wie die Weltmeister, gab es ganz, ganz viele Menschen, die gesagt haben, hey, wenn die Zentralbanken, zentral ist das wichtige Wort, also das heißt die Fed in Amerika, die EZB in Europa, natürlich auch die Bank of Japan, aber auch alle anderen Banken in der Welt, wenn die plötzlich anfangen, wie die Verrückten Geld zu drucken, es gibt ja diese MMT, ne? Modern Monetary Theory, also dass quasi der Staat sich immer weiter verschulden kann. Und das sagen viele, nee, wir glauben das nicht so richtig. Und deswegen möchte ich mein Geld nicht nur in einer zentral geschöpften Währung haben, sondern ich möchte sie dezentral haben. Und da bietet sich ganz einfach der Bitcoin an, weil der Bitcoin eben aufgrund seiner Struktur nicht unendlich, zumindest nach heutigem Stand, nicht unendlich vermehrt werden kann. Ja, ihr wisst, da gibt es bis 21 Millionen Stück soll es mal irgendwann geben. Dann gab es dieses Halving, also dass das Mining nur zur Hälfte belohnt wurde und so weiter und so fort. Und das hat den Preis nach oben bekommen. So, ist das jetzt alles richtig? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist eine Begründung, die in meinen Augen total Sinn macht und die auch viele Menschen, die sich extrem mit diesem Thema beschäftigen, sehr, sehr gut darlegen. Und man kann das ja auch, es gibt ja viele, viele Blogs, es gibt viele Videos und so weiter, wo man das nachverfolgen kann. Was mich als Händler einfach nur interessiert, ist, ich sehe ganz einfach Hochpunkte. Wenn diese Hochpunkte überschritten werden, dann gehe ich long. Dann kaufe ich das, weil dann weiß ich ganz genau, wo ist meine Chance, wo ist mein Risiko. Ne? Und das war relativ einfach. Und jetzt, wenn ich einmal in sowas drin bin, ist es eine relativ einfache Sache, weil für mich ist ja so, ich bin so weit vorn mit diesen Assets, dass ich im Grunde sehr entspannt reagieren kann. Ne? Ich habe Stops, die ziehe ich einfach nach, die musste man zuletzt, auch gerade bei Tesla, vielleicht auch ein bisschen großzügiger hinterherziehen. Da kann man auch mal einen Teilverkauf machen, kann man sagen, okay, wenn man ein paar 100% vorn liegt, da kann man auch mal ein bisschen was verkaufen, nimmt man ein bisschen was mit und bleibt halt mit so einer Restposition abgesichert, immer noch dabei. Abgesichert heißt, ich weiß, wo für mich das Ganze vorbei wäre. Ne? Aber ich muss mir da jetzt keine Gedanken machen, ist das eine Blase oder nicht? Weil, mal ganz ehrlich, gibt es was Schöneres, als long in einer Blase zu sein? Das Problem haben doch immer nur die, die nicht dabei sind. Ne? Das Dümmste ist natürlich dann immer gegen eine Blase zu wetten, weil jede Blase wird platzen. Das ist vollkommen klar. Da braucht ihr euch nur die Finanzhistorie anzuschauen. Da gibt es tolle Bücher darüber. Jede Blase platzt irgendwann. Das Problem ist bloß meistens, Blasen sind nicht die, die in der Zeit, wenn sie ansteigen, als solche erkannt werden. Ne? Die meisten Dinge platzen, ohne dass allzu viele Leute davon reden, dass es eine Blase ist. Und erst so in den letzten Jahren kam das auf, dass alles, was steigt, immer eine Blase ist. Ne? Seit Jahren sind wir in Blasen, trotzdem geht es immer weiter. Natürlich wird es irgendwann Einschläge geben, natürlich wird es irgendwann runtergehen. Vielleicht fällt auch der Bitcoin wieder auf Null, das kann schon sein. Ne? Keine Ahnung. Mich stört das aber nicht, weil ich habe ja meine Schäfchen sozusagen im Trocknen. Ich weiß, dass ich, wenn das jetzt der Hochpunkt war, nicht hier oben rauskomme, sondern dass ich eben einfach von der Spitze wieder ein bisschen was abgebe. Und ich bin auch nicht hier unten eingekommen,
weil ich es auch nicht versucht habe. Aber wenn ich so eine große Bewegung habe, dann muss ich als Händler mir einfach einen Teil davon rausschneiden. Und alles andere ist nicht professionell. Und bei Tesla ist das genau das Gleiche. Tesla ist nun mal momentan Elon Musk, ist mit dem, was er da geschaffen hat, einer der faszinierendsten Unternehmer, ein Jahrhundertunternehmer definitiv. Und da muss ich doch einfach in so einer Bewegung dabei sein. Und auch hier war es so, ihr seht hier eine lange, lange Seitwärtsbewegung, die bricht hier aus, ne, dann kommt die Corona, dann kommt die hier aufs alte Hoch nochmal zurück und dann geht es hier nach oben. Man hatte viele, viele Punkte, wo man Tesla kaufen konnte. Würde ich jetzt Tesla heute nochmal bei, wie gesagt, gerade 880 kaufen? Nein, würde ich nicht. Ne? Aber die Frage stellt sich ja auch für mich gar nicht, weil es eine hypothetische Frage ist, weil ich ja schon von viel, viel niedrigeren Niveaus an dabei bin. So, und deswegen ist es auch immer schwierig, wenn jemand sagt, würdest du die heute kaufen? Ich kann das ja nicht beantworten, weil ich habe sie ja schon gekauft. Und deswegen hat man da immer einen anderen Blick auf das Ganze. Fakt ist auf jeden Fall eins. Auch Tesla war eine extrem gehatete Aktie. Alle haben dieser Firma den Tod vorausgesagt. Es war die Story des letzten Jahrzehnts, war Short Tesla. Und dieser Short Tesla ist geplatzt wie eine Bombe. Und das, was wir sehen, ist das Platzen dieser Bombe. Die ganzen Leute, die jahrelang, fast ein Jahrzehnt, auf den Untergang von Tesla gesetzt haben, haben Geld verloren, und zwar massiv Geld. Und das Geld ist zu denen gewandert, die nicht darauf gesetzt haben. So. Und als Händler musst du nicht immer dich auf eine Seite schlagen und sagen, die gehen pleite oder die prosperieren. Das weißt du doch nicht. Ne? Deswegen hüte dich davor, vorgefertigte feste Meinungen zu haben. Sondern schau dir den Kurs an. Und wenn der Kurs nach oben geht, spielt es keine Rolle, warum er nach oben geht, sondern du musst einfach nur dabei sein. Du bist doch nicht an der Börse, um Recht zu haben. Und vielleicht bist du an der Börse, um Recht zu haben. Dann viel Spaß dabei. Aber dann reden wir nicht über das Gleiche. Für mich ist das hier Geld verdienen. Ich will hier nur Geld verdienen damit. Okay? Und wenn ich so eine Chance sehe, dann muss ich sie einfach nutzen. Und wenn du aber sagst, nee, ich will Recht haben und deswegen schorte ich die, machst ja dein Geld. Du kannst ja mit deinem Geld machen, was du willst. So. Aber Fakt ist eins. Prüft mal, wenn ihr von einer Blase redet, warum ihr das macht. Macht ihr das, weil ihr drin seid und Angst habt, nicht mehr am Hoch rauszukommen? Diese Angst könnt ihr relativ schnell wegnehmen, indem ihr einfach sagt, okay, ich setze Stop-Kurse, ich kaufe mir Put-Optionen, was auch immer. Ihr könnt euch absichern. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. So, wer nicht weiß, wie das geht, kostenloses Erstgespräch, wir können euch das erklären. Ist total simpel. Aber ich weiß, von meinen wirklich extrem hohen Gewinnen auf Tesla und Bitcoin nimmt mir keiner mehr oder die nimmt mir keiner mehr weg. Ein bisschen schon, ne? Ein bisschen kann da wieder runtergehen. So 10, 15, vielleicht sogar 20%. Aber mehr wird es definitiv nicht. Den Großteil meines Geldes, den ich hier erwirtschaftet habe, habe ich es ja nicht verdient, habe ja nichts dafür gemacht, außer mal gekauft, ne? Den werde ich behalten können. So, und jetzt ist ganz einfach so, wenn du sagst, es ist eine Blase, weil du einfach Angst hast, deine Gewinne, dass die wieder weggehen, davor kannst du dich schützen. So, wenn du dir aber sagst, das ist eine Blase, weil du nicht dabei bist, dann hinterfrag mal, warum du nicht dabei bist. Das wäre nämlich viel wichtiger. Weil, wie gesagt, Blasen sind etwas Gutes, wenn du dabei bist. Blasen sind nur schlecht, wenn du nicht dabei bist oder wenn du quasi der letzte Dumme bist, der ganz oben kauft. Ne? Und das ist natürlich schwierig, weil jetzt sieht jeder, ah, guck, bei 100 fand ich sie blöd, bei 200 fand ich sie blöd, bei 300, bei 400, bei 500, aber jetzt bei 800 wird es jetzt spannend? Mm-mm, wahrscheinlich nicht. Wohin geht die noch? 1000, 2000, keine Ahnung. Ne? Vielleicht haben wir auch schon einen Hochpunkt gesehen. Aber wichtig ist, du musst dich fragen, warum du dir solche Fragen stellst. Also nicht die Antwort ist so entscheidend auf diese Frage, sind wir in einer Blase oder nicht, sondern warum stellst du diese Frage? Weil selbst wenn jetzt jemand zu dir sagt, ja, das ist eine Blase, was nützt dir das? Weil du weißt doch nicht, wann sie platzt. Nächste Woche? In einem Jahr? Ist sie schon geplatzt? Keine Ahnung. Ne? Und deswegen versuch mal herauszufinden, warum du dir diese Fragen stellst. Und wenn du das herausgefunden hast, dann weißt du auch, ob du was richtig oder was falsch gemacht hast. Wenn du also jetzt jahrelang dagegen warst und jetzt Angst hast, FOMO, ne, verpasst was, verpasst nie was, weil, wie hat mein alter Mentor immer gesagt, der Trade des Jahrhunderts kommt einmal in der Woche vorbeigeschaut. Also, hinterfrage dich selber, warum du dir Fragen stellst, warum du wo dabei bist, warum du wo nicht dabei bist. Und wenn du das schaffst, wenn du da die richtigen Antworten darauf findest, wirst du ein besserer Investor werden. Wenn du es allein schaffst, super. Wenn du es mit uns gemeinsam schaffen willst, dann hier unten
nutz mal die Chance und trag dich für ein kostenloses Erstgespräch ein auf jensraube.de/termin. Wir sehen uns wieder in 2 Tagen mit einem neuen Video. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.